So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind hier zurück. Ihr wisst wo, bei The Legend of Zelda. Das ist wohl der Wassertempel. Und das war jetzt ein bisschen lustig, aber es war auch nicht gut. Jawohl, getroffen. Unser neues Schild kann... Ich muss hier weg. Kann auf jeden Fall diese Dinger abblocken. Habt ihr gesehen? Ich bin gleich schon wieder tot. Ach du Schie. Ach du Jemini. Habt ihr gesehen? Jetzt habt ihr es wieder gesehen. Oh, irgendwas muss ich hier machen. Oh nein. Ich bin gleich tot. Da ist der Schlüssel. Bitte, bitte, bitte. Gut, wir haben eine Fee. Ach du Scheiße. Nicht diese Viecher. Oh nein. Oh nein. Oh. Jetzt übertreiben sie aber total. Ich suche erstmal ein... Hoffentlich ist hier ein Herz drunter. Danke. Danke für die Verständnisse, die ihr mir entgegenbringt. Ein Noob braucht auch mal einen Schlüssel. Oder einfach ein Herz. Aber da ich vermute, weil ich keine Lust habe, jetzt wieder zu sterben und ich mich jetzt ein bisschen anstrenge. Und ich vermute, dass wir hier drinnen wieder Feen finden. Benutze jetzt einfach meinen Trank. Ich bin mal so frei. Dankeschön. So. Wegschieben. Geht nicht. Warum nicht? Ach so, ja, ich habe ihn. Genau. Zack. So, jetzt können wir rocken. Rock that shit, baby. Baby, baby, rock that shit. Baby, baby. Ach ja. Das ist ein... Och, jetzt hat er mich getroffen. Das ist ein Schalter, schätze ich mal. Jetzt nur die Frage... Wie ich den umlege. Achso. Okay, ich verstehe. Und seht ihr auch, was ich sehe? Wir müssen warten, bis das Wasser gefüllt ist. We take a bomb and make it boom! Ah, jetzt gerade kommt Stefan TV Total Wiederholung im Fernsehen. Ja, wir haben irgendwie 3 Uhr nachts. Tut mir leid. Ich bin mal wie ein Nachtschwärmer. So. Genau, jetzt brauchen wir die Statue gar nicht weg schieben, weil jetzt können wir ja hier diese halbe Treppe nehmen. Ja, ja. Ein Wasserpalast. Aber er gibt... Oh, ich muss sagen, er gefällt mir eigentlich jetzt im Moment noch. Vielleicht ist es kein gutes Zeichen, aber ich meine, oh, ich weiß nicht, wie ich mich da so schnell... Ah, ich kann ja nicht. Wir haben schon die große Truhe gefunden. Oh, wir haben ja nicht die großen Schlüssel. Das ist ärgerlich, aber wir wissen, wo sie ist. Gut. Wir haben jetzt hier Ausgänge und zwar ziemlich viele. Ich gehe erstmal nach unten, wenn ich darf und kann. Und ich tue. So. Ja, ich hab erst vermutet, vielleicht mag ich die Wassertempel nicht so sehr, weil... weil man mag ja auch Wasserlevel bei Mario nicht und bla und blub. Aber eigentlich... Ah, okay. Ich habe anscheinend was richtig gemacht. Pures Können, sage ich euch. Pures Können. Und jetzt kommt von hinten so eine Flammenblitz-Ding. Okay. Wir schlagen uns doch eigentlich ganz gut, oder? Nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Gut, hier sind jetzt nicht viele Gegner, aber... Ja, der Kompass ist jetzt nicht so wichtig, weil... Wo der Endboss ist, kann man sich eh meistens denken. Da ist er. Keller 1. Alles klar. So. Ich habe gerade was im Fernsehen gelesen und ich... Ich hab so schlechte Augen, deswegen konnte ich das nicht lesen. Und hab gerade überlegt, ob da irgendwas über Handball steht, aber steht Opernball. Naja, ist ja Handball-EM. Und muss sagen, die Spiele gefallen. Es ist immer sehr spannend und... Ja. Leider weiß ich im Moment der Aufnahme noch nicht, ob die Deutschen es ins Halbfinale geschafft haben. Wenn ihr das seht, werdet ihr das wahrscheinlich schon wissen. Oh, jetzt habe ich ein Herz verloren. Aber da ist wieder eins. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich wieder wissen, weil... Ich will dich schieben. Geht nicht. Ich will dich schieben.
Geht auch nicht. Dann kann man da noch von der anderen Seite schieben. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, weil, wie gesagt, und so. Ne? Hey. Oh, sieht schon ein bisschen kompliziert aus. Aber ich würde sagen, kann der Kolumna fahren. Wie auch. Ich verstehe noch nicht so genau, wann der da anfängt zu schießen, aber nicht. Aber gut, das können wir auch. Ach, das sind keine Feuerblitze, das sind irgendwie Fische oder so. Das sah so aus. Und noch neue Art von Gegner. Kein Problem for me. Not for me and not for you. Everybody's darling. So, da kommt da jetzt mal unser neuer Boomerang zum Einsatz. Und ich sollte da vielleicht weggehen. Ich bin so blöd. Okay, das kann man nicht verschieben. Andere Seite sieht man sogar. Sieht man sogar, wenn man genau hinguckt. Ja, jetzt erkenne ich es auch. Wenn man genau hinguckt, sieht man, wie rum man die schieben muss. Ist jetzt kein großes Rätsel, aber Leute, die ein bisschen, die nicht so verstrahlt sind wie ich und einfach die Augen nicht aufmachen können, die hätten es wahrscheinlich schon sofort gemerkt. Und jetzt müssen wir hier gar nichts wegschieben, jetzt können wir drüber schwimmen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ich nicht in Betracht gezogen habe. So. Gucken, was dahinter ist. Vielleicht ist er ja wieder ein Schlüssel. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie hier. Schon öfters, schon zweimal waren jetzt hier so Schlüssel versteckt, aber es war keiner da und ja. Gut, wie sollte ich da reagieren? Okay, gucken wir uns mal um. Habe ich irgendwas verpasst? Nee, oder? Nein, hier kann man nichts hochspringen. Hier müssen wir wieder irgendwo einen Schalter umlegen, damit wir hier vorbeikommen. Ja. Oder auch nicht. Ja, gut. Dann muss ich mal gerade. Dann muss ich jetzt wieder zurück, hoch und weiter. Oder so. Anscheinend. Weil der Schalter ist wahrscheinlich hier oben irgendwo. Da komme ich so aber nicht hin. Verschieben kann ich hier auch nichts, doch. Aber. Ah, okay. Ich hab dem Ding Unrecht getan. Ja gut, aber das sieht genau gleich aus. Ich meine, wie soll ich das denn? Okay. Kein System erwarten bei diesem Spiel. Es ist alles willkürlich. Das muss ich mir merken. Also schieben wir das weg und das nach oben und dann kommen wir durch. Gut. Es sah halt wieder genauso aus wie gerade. Deswegen dachte ich, da muss man bestimmt wieder Wasser laufen lassen. Aber nein, diesmal kann man die bewegen. Warum auch immer. Ich hoffe, dich kann man auch bewegen. Die ist sehr nett. Ja, noch ein bisschen mehr. Ist ja nicht so, dass ich den treffen wollte, aber wäre schon cool. So. Müssen wir mal hier die Augen offen halten. Da kann man runter. Ja, wahrscheinlich muss ich. Aber ich verstehe schon, ja. Gucken wir erstmal hier. Ich bin gut geworden. Da ist nämlich die Truhe. 20 Rubine, herzlichen Glückwunsch. Sie haben zwar schon 999 Rubine, aber sie haben trotzdem 20 neue Rubine gefunden. Sie können die zwar nicht tragen, aber der Sound, dass sie glücklich sind, kommt trotzdem. Lassen Sie sich davon bitte täuschen. Tschüss und einen schönen Tag. Dankeschön. Es war ehrenvoll. Ach, Mano. Diese Wassergeister oder was das ist, die sind schon ein bisschen hart. Und nein. Ich muss erst den Schalter wieder umlegen. Nein, da habe ich nicht dran gedacht. Okay, Feuerding, geh einfach weg. Dankeschön. Wo war der Schalter? War er weit weg? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie lang das ist, aber ich finde. Ich komme gut voran. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht. Da ist die große Kiste. So. Irgendwo muss auch der Schalter gewesen sein. Und ich glaube, er war jetzt.
Ich gehe nochmal eine Tür weiter, ansonsten gucke ich erstmal. War er hier? Nee, dann bin ich schon falsch hier, oder? Ah, Mensch, das habe ich mir nicht gemerkt. Was war hier? Ah, wieso kann man hier nicht runterspringen? Okay, keine Panik, keine Panik, nicht verzagen, nicht verzagen. Dann ist der Schalter bestimmt da, wo ich ihn jetzt vermute. Und ihr sitzt jetzt wahrscheinlich vorm PC und schlagt die Köpfe vor den Kopf und schreit: Du läufst in die falsche Richtung! Und niemand reagiert. So wie bei Kasperle Theater früher. Kasper, nicht! Da ist der böse Wolf! Und was macht Kasper? Er geht zum bösen Wolf. Also ich fühlte mich da immer ein bisschen verarscht. Aber da ist ja der Schalter. Und ein Rubin, aber ich kann ihn nicht. Ja. Das war irgendwie blöd von mir. Ach, da ist noch eine Tür. Jetzt wollte ich gerade schreien und anfangen zu heulen. Ja, da oben ist eine verschlossene Tür, das müssen wir uns merken. Ach ja. So, so, so und so, Bayon Schäfer, ist das so? Also, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück. Da war hier entlang, glaube ich. Ja, das muss hier richtig sein. Dann nochmal hier durch. Oh, schnell weg. Hier nach links. Es leckt gerade wegen Krebs wieder. Krebs macht immer ein paar Leggies rein. Also immer, wenn er einen Abschnitt hat. Krebs macht ja nach 3,6 GB oder so um den Dreh. Macht er ja immer einen neuen Abschnitt, beziehungsweise eine neue Datei. Und der Wechsel, den merkt man halt immer an so einem Lag. Ich weiß nicht, wie man das minimieren kann. Aber so schlimm ist es jetzt im Moment auch nicht. Ich denke, man kann damit leben. So, jetzt können wir hierher. So, dann setzen wir uns doch mal richtig hin. Und passen jetzt mal ganz genau auf, ob wir irgendwas sehen. Rubine, Rubine, Rubine. Und das macht mich irgendwie traurig. Und wir haben den großen Schlüssel erhalten. So, jetzt sind wir schon. Jetzt sind wir ja schon ganz schön gut hier, oder? Wahrscheinlich ist der Tempel nicht so schwer wie die anderen. Vermute ich jetzt einfach mal. Könnt ihr mal schreiben, falls ihr das Spiel auch gespielt habt, wie ihr den Tempel so von der Schwierigkeitsgrad, vom Schwierigkeitsgrad her so findet. Also ich finde ihn jetzt nicht unbedingt schwer. Also bis jetzt noch nicht. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ich hoffe, der Endboss ist nicht im Wasser. Das könnte ich mir ein bisschen schwierig vorstellen, aber beziehungsweise irgendwie mit Wasser drumherum, oder ihr wisst schon, wie ich meine. Wie ich meine, so meine, so meine ich, denn ich meine, ich meine, ich meine, ich meine. Denn zu meinen ist, wenn man meint, dass man meint, wenn man meint, dann hat man eine Meinung. Boing! Der Enterhaken! Er dehnt sich aus, zieht sich zusammen. Und oh cool, der Enterhaken! Bäm, das war irgendwie klar, aber dann den Schlüssel noch nicht. Du denkst, du denkst, dann denkst du, du denkst, das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken, also denke bitte nie, 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 nie. So, jetzt haben wir den Enterhaken. Wir brauchen noch so einen kleinen Schlüssel. Jetzt weiß ich nicht, wo ich den vergessen habe. Ah, gehen wir mal hier vorne links. Komme ich hierher oder? Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal kurz gucken. Hm. Nee, nee, nee. Hier war er auf jeden Fall nicht. Da kann ich nicht her. Aufspringen kann man hier auch nichts. So, jetzt ist der erste Moment, wo ich hier gerade ein kleines Problem habe. Ach so, war ich hier unten schon drin? Ja, war ich. Ich wollte gerade aufschreien zum Jubel, aber
Habt ihr gehört? Ich konnte das Ding da abwehren und jetzt... Oh. Jetzt bin ich gleich tot. Ja, jetzt bin ich schon tot. Und meine Fee ist weg. Das waren zu viele Fische. Ich meine, was soll ich denn da machen? Das Kampfsystem ist hier nicht ganz so dynamisch. Da kann ich nicht mal eben schnell zack, 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 zack. Seht ihr? Wenn ich ganz schnell schlage, kann ich mich nicht mehr so umdrehen. Weil mein... Das hier nicht geht, aber mein Controller das nicht kann. Auf jeden Fall brauchen wir noch einen Schlüssel. So, jetzt fängt das Rätsel an. Ach, Jemini. Bin ich jetzt zu blöd oder was ist jetzt so? Wo könnte der kleine Schlüssel sein, den wir noch brauchen? Wo könnte er sein? Da war er ja nicht, oder? Nee. Da, das Ding habe ich da hochgenommen. Hier ist er auch nicht, da war ich auch schon tausendmal. Gehen wir nochmal ganz nach hinten links. Und schauen mal, ob wir da vielleicht noch irgendwo was übersehen haben. Ja, 16,5 Minuten, da können wir noch ein bisschen machen. Und wenn ich ihn nicht finde, ja, dann müssen wir es halt im nächsten Part angehen. Den Enterhaken habe ich schon. Vielleicht können wir jetzt auch irgendwo zu einer neuen Plattform, an der ich noch nicht war. Zum Beispiel diese hier. Aber da ist nun... Da ist nur, ja, ein müdes Herzchen, würde ich jetzt mal sagen. Wie sieht's hier aus? Ah, ich bin so gut. Aber ich will da nicht runter. Oh, das ist alles so voller... Und es war klar, dass genau in dem Moment, wo ich runterspringe, da so ein Fisch aufkreuzt. Oh, ärgerlich, ärgerlich und total unnötig. Einfach nur total unnötig. Jetzt bin ich aber heiß. Jetzt will ich wissen, was hier nächste weiter. So. Nehme ich das Kabel ein bisschen. Nein, zum Glück habe ich nicht getroffen. Bam. Take that. Das war auch ein bisschen Glück, ne? Ja, ich verstehe schon, aber ich will den noch töten. So, schieben wir dich mal dahin. Aber bevor ich durch die Tür gehe, will ich nochmal gucken, was mit der anderen Seite ist. Oh, 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 oh. Ah. Hier sind zwei Türen. Eine führt runter und eine ist offen. Gehe ich erstmal hier rein, die führt auch runter. Jetzt wird es ein bisschen verzwickt. Jetzt ist sie wieder zu. Achso, die öffnet sich auch noch mit dem Schalter auf der anderen Seite. Okay, hier muss ich Wasser ablassen. Okay, okay, I understand, okay, okay, it's alright, okay. Das war jetzt Schwachsinn, oder? Könntet ihr mal kurz zur Seite gehen? Ich muss das Ding nochmal wegziehen, da ich erstmal das Ding da, diesen Totenkopf, Felsen oder was es auch immer dastehen soll, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ich das erstmal. Oh ja, ich hasse dieses. Bam. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir hier in dem Raum was? Ich hau erstmal ab, ich bin sonst tot. Ey, das ist. Diese Dinger, ich. Na. Ich bin am Zweifeln. Ich bin am. Nicht am Zweifeln, ich bin am Verzweifeln. Da muss ich auf die andere Seite. Das heißt, ja, andere Tür. Die andere Tür. Genau diese da. Und wie wir da hinkommen, wissen wir auch. Jetzt würde ich wenigstens noch eben versuchen, hier diesen Raum irgendwie... Kommt. Oh, bitte. Ja, natürlich macht er es gerade in dem Moment. Und es hat mir nichts gebracht. Was ist mit dir, Statue? Ach komm. Ja.
ich glaube, beim nächsten Part sehen wir uns dann hier an dieser Stelle mit ein paar mehr Herzen wieder. Ich glaube, ich werde mich dann einfach nochmal kurz aufladen lassen. Weil so macht es sehr wenig Sinn. Oder? Ah, jetzt habe ich vergessen, den Schalter zu betätigen. Ja, wir können ja jetzt noch eben so lange, bis ich down gehe, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier wieder mit ein paar mehr Herzen. Weil es ist jetzt auch einfach ein bisschen blöd. Geh rein. Hier kann man dann wahrscheinlich das Geräteding abstellen, wenn ich hier runter gehe. Ja genau, seht ihr? Jetzt kann man den nämlich nach da schieben. Okay, okay, okay. Dann geht das Wasser weg und dann kommen wir auch an die Truhen. Gucken wir mal, was hier ist, ein Herzchen. Vielleicht müssen wir ja doch nicht sterben. Vielleicht können wir das ja überleben, wenn wir noch ein paar Herzen finden. Komme ich jetzt hier hin? Jetzt muss ich überlegen. Da müssten die. Oh, dann trifft er mich einfach, weil er blöd ist. Müssten hier ja die Schatztruhen sein. Ja, sind sie auch. Hier ist ein Herz und hier ist auch noch ein Herz. Toll, 20 Rubin. Toll! Ja, 40 Rubin, die kann ich gebrauchen. Jawohl. Ich dachte, da wäre irgendwas Tolles drin. Oh Mann, ey. Also, da freut er sich und dann sowas. Ach ja. Ja, aber ich will nicht aufgeben. Ich will nicht. Ach ja. Mann. Steckt mich doch voll mit den Rubinen. Ich kann noch so viele tragen. Vielleicht gibt's hier ja ganz viele Herzen. 6 Stück, das wäre. Ach, wieso? Oh Mann, ey. 5, 1, das, das, das. Och Mann, oh Mann, oh Meter. Wenn er fällt, dann ist er ein Peter. Wahrscheinlich muss man hier irgendeinen Stein bewegen. Ja. Und wieder Rubine. Ist ja nicht so, als wenn ich sie bräuchte. Nee. Stimmt. Wozu? Ja, jetzt muss man wahrscheinlich wieder hoch. Ich hab keine Ahnung. Ich wollte eigentlich den Part schon beenden, aber ich. Gut. Ich wuschte mich hier mit 2 Herzen durch und es ist unglaublich. Aber ich weiß halt auch gerade, wie es weitergeht, deswegen ich mache einfach kurz. Entweder schaut den Part oder ich habe Pech gehabt, aber ich weiß ja nicht, ob ihr euch freut, wenn der Part ein bisschen länger ist oder ob ihr sagt, boah, so lange halte ich deine Visage jetzt auch nicht aus. Beziehungsweise nicht meine Visage, sondern meine Wollsage. Wegen Voice, versteht ihr? Ich weiß, der war nicht so gut, aber kann ich ja mal probieren, lustig zu sein. Und genau zu diesem Zeitpunkt. Ah, okay. Ein Moment. Also diese Tür. Wir waren doch in der. Wieso trifft er mich? Wieso? Da. Das. Führt er runter? Die Sache ist die. Da unten ist eine Tür mehr wie hier oben. Also muss es da unten weitergehen. Und zwar war ich da schon. Ja, jetzt aufpassen. Wir sind natürlich nicht nochmal Herzen runter. Der Fee finden wir auch nicht. Gehen wir mal hier durch. So. Ja. I understand. Man kann hier durch den Wasserfall. Hätte ich mir auch denken können. So, ein Herz, dankeschön. Noch ein Herz und noch ein Herz. Wow.
Wir sind wieder in einer etwas besseren Ausgangsposition. Wow, der mir jetzt was abgezogen hätte und schleimig. Geh mir keine Herzen. Links ist was zum Springen. Links ist was zum Springen. Wir sind schon bei 25 Minuten, aber ich habe noch Lust. Ich mache noch ein paar Minuten. Wenn er zu lang ist, dürft ihr euch gerne beschweren. Aber dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Oh, komm schon hoch. Nein. Ja, das ist natürlich cool. Und weg hier. Oh, hier einmal, Zwischenstopp, Zwischenstopp. So, Bomben. Zackadacka, bim, bim, bam, 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 bam. Und Rinder, und dann gucken wir mal. Ich habe tatsächlich überlebt. Oh, Stirbschleim. Oh, cool. Gib mir doch Herzen, danke. Den ganzen anderen Müll braucht doch kein Mensch. Aber wir haben uns wieder wacker durchgeschlagen und... Och, das musste nicht sein. Aber trotzdem, wir haben uns wacker durchgeschlagen. Ist das hier der Endboss? Wow, okay. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Tempel in einem Part, glaube ich, fast. In einem Part, ja gut, der Part war jetzt ein bisschen länger. Aber wir haben den Tempel schon durch, hier ist der Endboss. Und dann würde ich sagen, geht's hier auch im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Endboss und auf den nächsten Tempel. Ich würde sagen, wir machen jetzt nicht mehr so viel Off-Topic. Das haben wir jetzt vor die letzten zwei Parts gemacht. Jetzt geht's wieder ein bisschen Kristalle sammeln für die hübschen Frauen. Das heißt, Tempel Nummer 3 startet hoffentlich im nächsten Part, wenn ich mich hier nicht so dumm anstelle. Oder es passiert etwas, was ich nicht vorhersehen kann. Irgendwie so Storywechsel, Überraschung oder so. Alles klar. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, er war nicht zu lang. Wenn er zu lang war, sagt ey. Wenn er nicht zu lang war, dann sagt yay. Und ansonsten sage ich jetzt tschüss und auf Wiedersehen. Euer Cornel. Ciao.